Ach nee, das ist einfach nur... Ja. Ich sag dazu mal nichts. Ne? Also, ihr wisst Bescheid. Kann man da nicht noch irgendwie reinjumpen? Springen wir mal hier drauf. Ich will mal rein! Hey, cool, klappt sogar. Lach nicht. Lach nicht, ja? Lach nicht, sonst gibt's was auf die Schnauze, sonst gibt's voll was auf die Fresse hier, dö. Das hast du voll einfach geklappt. Ist mir scheißegal. Denn auf Sprache gibt's bekanntlich kein Patent, Bitch! So, das musste jetzt mal gesagt werden. Ja, gut, okay, ich höre ja schon auf, ich rede ja schon wieder. Normal. 5 €, dass das eine Frauentoilette ist. Ich weiß zwar nicht, an wen ich die geben soll. Wahrscheinlich an den weltbesoffenen Fonds. Dieses Bier werde ich definitiv nicht mitnehmen. Aus gegebenem Anlass. Wir sind im Hive, Bitch. Und jetzt kommt's. Warte, 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 warte. Liebe Entwickler von Square Enix. Was habt ihr für gewisse Vorstellung, dass sämtliche Lüftungsschachteingänge in Häuser in der Damentoilette enden? Antwort bitte an E-Mail. Per E-Mail an... keine Ahnung, an irgendwen. So. Wir wollen mit jemandem reden. Und da reden wir mal hier mit dem Kerl direkt. Ich bin faul. Sie hier? Ja. Ne, echt? Das könnte man sagen. Ach, der tut nur so. Gut. Ich muss zu Ihrem Boss. Der tut nur wirklich? So. Wirklich? Nun, das tut mir leid, Quailo. Aber Tong Si-Hung empfängt heute niemanden. Hören Sie, ich bin nicht um die halbe Welt gereist, um ein Nein zu akzeptieren. Tun Sie uns beiden einen Gefallen und sagen Sie mir, wo er ist. Oder was? Ja. Werden Sie dann wütend und reißen mit Ihren Optimierungen ein paar Wände ein? Hm. Dieser Ort heißt nicht umsonst Bienenstock. Hier gibt es jede Menge Arbeiter, die dann aus den Waben kommen, ja, um sie aufzuhalten. Wie soll ich das sagen? Was kann Mr. Tong Ihrer Meinung nach für Sie tun? Ich kann ja mal so ein bisschen dein Gesicht bearbeiten. Ich suche einen Sicherheitsspezialisten namens Ari van Brocken. Kennen Sie ihn? Nie von ihm gehört. Was hat er getan? Die Mädchen gestohlen? Schuldet er ihnen Geld? Er hat einen Auftrag vermasselt und jetzt ist er auf der Flucht vor seinen Auftraggebern. Aber das wussten sie ja schon, denn jemand wie Mr. Tong beschäftigt keine Idioten. Und an diesen Ort kommen Leute wie Van Bruggen zuerst, wenn sie Hilfe brauchen. Also vergeuden Sie nicht meine Zeit und bringen Sie mich zu Tong. Ja, ich rühre im Tee. Sie verwechseln da was, Junge. Sie vergeuden meine Zeit. Van Bruggen ist ein kleines Licht. Hey, du hast mir meinen Spruch geklaut. Ich weiß, wo er ist, aber es ist ihm egal. Er muss sich um wichtigere Dinge kümmern. Ach. Rat geben, beharren, auf den Punkt bringen. Ja, glauben Sie, ich falle darauf rein. Kleine Lichter erregen selten so viel Aufmerksamkeit und Ihre Apartments werden auch nur selten von Welthauer-Soldaten überwacht. Van Bruggen hat einen großen Fisch verärgert und Tong kann so eine Entwicklung in seiner Stadt keinesfalls ignorieren. Sie sind cleverer, als Sie aussehen. Ja, Tong beobachtet das alles in der Tat sehr genau. Ach nee, echt? Wie Sie schon sagten, er ist kein Idiot. Nein, ich sag's nicht. Wir werden's Sie sollten jetzt gehen. Am besten zurück in Ihr eigenes Land. Hier gibt es für Sie nichts zu holen. Och, das sehe ich anders. Hier ein Außenseiter zu sein, bringt auch Vorteile mit sich. Ich habe Verstärkung und Unterstützung, von denen niemand etwas weiß. Und dazu noch ein paar eigene Ressourcen. Ihr Boss kann davon profitieren, aber nur, wenn Sie mich zu ihm lassen. Das mag sein, aber Ihre Hautfarbe wird in China immer ein Problem sein. Das haben Sie mit Van Bruggen gemeinsam. Deshalb haben wir uns auch erbarmt und ihm ein Versteck besorgt. Und weil wir gerade von Sicherheit reden... Sie haben mir noch nicht gesagt, wer Sie sind und für wen Sie arbeiten. Sie sagen, Sie wollen Van Bruggen und wenn ich nach dem Grund frage, weichen Sie der Frage aus.
Ich habe also allen Grund, Ihnen nicht zu trauen. Sie würden wohl alles sagen, um mich loszuwerden, was? Tom kann Van Bruggen unmöglich lange versteckt halten. Dazu investieren seine Feinde viel zu viele Ressourcen in die Suche. Innerhalb einer Woche ist er tot und Tom mit ihm, außer irgendjemand, und zwar ich, nimmt den Druck aus der Sache, und zwar schnell. Würden Sie das auch sagen, wenn Sie wüssten, wie weit die Drachenkönigin zu gehen bereit ist? Aber wie sagt man so schön, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Tongs Büro ist unten. Ich sage den anderen, sie sollen sie durchlassen. Ja, super, danke. Ja. Ach ja, ist das lustig? Ist das lustig? Tralalala. Ich lache mir hier einen ab. Tralalalalal. So, will ich hier was spenden oder will ich das halt? Wir gehen hier mal zurück. Nom nom nom. Ja, bevor ich aber gleich weitermache, habe ich noch eine andere Idee, was wir noch holen werden. Netzhautprothese. Ups, ich bin gegen meinen selbstgebastelten Mikrofonständer gekommen. Was ist das denn? Anzeige von Hart angenommen. Achso, okay, das hatten wir sowieso schon. Schutz vor Schockgranaten. Ja, ist auch nicht schlecht. Würde ich auch noch gerne hier holen. Ja. Ich glaube, ich warte erstmal und hole mir dann die Thermalpanzerung. So. Ah, Hust. BZW Hicks. Ja, sicher. Im Moment schwimmen alle im Geld und spielen mit ihrem Augmentierung. Ja, wo? Ach ja, genau, hier. So. Dann das Klo. Natürlich. Die Toilette, dein bester Freund bei Deus Ex. Ja, dann lass mich doch mal durch. Ich habe so das Gefühl, man hätte sich auch einfach hier unten, ja, da, hier unten rein stealthen können. Mittels dem hier, da werden wir auch gleich mal angehen. Mal gucken, wo wir da so hinkommen. Na, kommt der Typ euch bekannt vor? Er heißt übrigens Mr. Ruhestein. Haben Sie das mitgekriegt? Die Pandas haben es im vierten versaut. Ich könnte mein Geld auch gleich im Klo runterspülen. Sie sind's, Tom. Das wird Ihnen erst jetzt klar. Sie sind wohl doch nicht so schlau, wie Sie glauben. Ich schlage vor, Sie sagen mir, für wen Sie arbeiten, und ich entscheide dann, was ich Ihnen von Van Bruggen erzähle. Sagt Ihnen der Name Seraph Industries irgendwas? Seraph Industries? Das amerikanische Unternehmen, das kürzlich auf allen Titelblättern war? Sie sind noch im Geschäft? Warum denn nicht? Sehen Sie keine Nachrichten? Den Biotech-Unternehmen geht's zurzeit nicht so gut. Vor allem denen, die Optimierungen herstellen. Van Bruggen ist in den Alice Garden Pods. Kapsel 301. Ein richtiges Rattenloch. Tja, ja. Aber manchmal ganz nützlich. Wenn sie gehen, sollte er im selben Zustand sein wie vorher. Und wenn nicht? Ihre Entscheidung. Aber ihre Implantate könnten an jemand anderem noch beeindruckender aussehen. Soll es eine Drohung sein? Na, oh, süß. Ich mach mir gleich mein nicht vorhandenes Hemd. Malik, Sie hatten recht. Tong hilft Van Bruggen. Er hat ihn in den Alice Garden Pots untergebracht. Das war zu erwarten. Ein Hacker, der sich mit Firewalls von Unternehmen auskennt, wäre für die Triaden überaus wertvoll. Ich bin gerade bei den Pots, Jensen. Soll ich Ihnen den Rücken frei halten? Nein, Sie bringen sich nicht in Gefahr. Ich bin schon unterwegs. Dann verpieseln wir uns mal wieder. Sollen wir den Typen... Troll? Schade, da wollte ich eigentlich lang. Was gibt's denn hier? Ein Kühlraum, würde ich mal sagen. Ja, lass mal den mal auf, damit den hier da die Ware verschimmelt. nein, warte mal. Wir machen das jetzt mal so richtig schön... Troll und nice und... Gehst du schon, Langnase? Wieso genehmigst du dir nicht einen Drink, bevor du verschwindest? Hm. Vielleicht hat Bobby ja was für dich. Bobby? Der Barkeeper. Der echte Barkeeper. Danke. Ich überleg's mir. Mach das. See ya, bitches!
war das der Club oder war das... Ah, nee, das war woanders. Das glaube ich, ist später, sage ich nicht. Haha. Werden wir uns später ein schönes kleines Gespräch anhören. Kommt sehr gut. Nom, 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 nom. Die verschiedenen Händler in den Städten kaufen und verkaufen Waffen und keine Ahnung was. So. Seid ihr? Lasst mich mal kurz auf die Karte gucken. The Hive, Bitches. So. Jetzt stellt sich mir die Frage. Wo zum Henker war hier nochmal... Die Limb-Klinik, die war in einem anderen District, da gehen wir nämlich jetzt erstmal zuerst hin. Ja, ich werde euch weiterhin trollen, indem ich einfach die Story wieder unnötig hinauszüge. Zögere, Sprachfehler von WAV. Mann, gibt's doch nicht. Immer diese Sprachfehler. Hey, lern mal sprechen, du Arsch! So, extra laut geschluckt. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Meine neue externe Festplatte läuft auch noch gut. Ja, ich habe mir mal eine neue Festplatte geholt über einen Bekannten. Wodurch ich jetzt ja wesentlich mehr Speicherplatz habe. Und auch einfach mal längere Aufnahmen starten kann. BZW, die Aufnahmen bleiben gleich lang, aber wenn dann zum Beispiel mal unterbrochen wird, dann muss ich mir keinen Stress machen. Dann kopiere ich die Videos einfach kurz auf die andere Festplatte rüber. Die dann nebenbei 500 GB hat und dann kann ich einfach ganz genüsslich und gemütlich, wieder aufnehmen. So, Innenstadt Apartments, Metro Station. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht, das wollte ich. So. Da geht's in den Kack District, aber wo zum... wo ist die Limb-Klinik? Scheiße. Ja, du mich auch. So. Ich will wissen, ob es da irgendwas gibt. Aber sieht irgendwie nicht so aus, als ob man da irgendwie was kriegen könnte. Da lacht nur irgendein Arsch. Hör auf zu lachen, du Arsch! So. Damit das gesagt ist. Warum gucke ich eigentlich nicht einfach mal hier? Limb-Klinik! In die Richtung! Ja, natürlich. Bin deiner Meinung. So. Da dürfte es doch bestimmt stehen. Limb-Klinik! Nach vorne! Also hier lang. Denke ich mal. So, gibt's hier nochmal sowas? Da. Lass mich gucken. Ich will gucken. Limb-Klinik in die Richtung nach Jiuxiang District. So. Ich glaube, das wäre immer noch falsch ausgesprochen. Jeder Chinese / Japaner wird mich dafür erschlagen. Aber das ist mir in dem Fall einfach mal. Entschuldigung, egal. So. Ja. Dahin. Ja, ich schlucke extra so laut. Bin mal gespannt, wer mich dafür trollt. Hallo, Spiky Fight! Da du das ja in deinem letzten Part schon so wunderbar, praktiziert hast. Ach ja, ich muss sagen, ich habe mich wenig kaputt gelacht. Also, ich habe überhaupt nicht am Boden gelegen, mich da kaputt zu lachen. Oh, 20 Millionen Stimmen in meinem Kopf. So. Also, das war wirklich so unlustig. Im Gegenteil, das war einfach nice. Ich habe mich wenig bepisst vor Lachen. Das war echt wunderschön. Dürft ihr euch übrigens angucken. Resident Evil 4 Let's Play Part 10. Guckt euch aber auch die vorherigen an, wenn ihr es überhaupt anschaut. Ich habe mich wirklich wenig kaputt gelacht. Einfach weil ich ihm vorher, meinte, ich könnte ihm irgendwie einen Tipp oder so geben oder halt mal meine Meinung dazu. Plausibel oder was ist ich nicht. Oh, wo bin ich denn jetzt schon wieder, verdammte Scheiße? Der meine Meinung dazu irgendwie zu vertickern.
Beziehungsweise zum Waffentuning bei Resident Evil 4. Was eigentlich mal scheißegal ist. Oh, da, Limp. Ja, und in dem Sinne hat er mich dann auf königlichste Art und Weise mal getrollt. Was eigentlich sogar ziemlich lustig war. Ja, geht alle mal auf www.pikesweb.com. Mal sehen, ob das wirklich eine Homepage ist. Das frage ich mich gerade wirklich mal. Ich glaube, das werde ich gleich mal nachgucken. So, wir sind in der Lipklinik. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in der Lipklinik grundsätzlich so leicht melancholische Mucke herrscht? Hi, Tose. Ja. Ja. Mhm. Ich wähle, was ich will aufs Computer. Das Computer. Kaufen. Kaufen. Sie sehr willkommen, Sir. Ja, ich sehr willkommen. Du mich sehr auch. So, Bitches. Wir haben 3 verfügbare Praxispunkte. Schützt vor Verletzungen. Bing. So. Und dann als zweite Augmentierung das leise... Lautlos gehen und laufen. Lautlos sprinten. Das ist sehr schön. Das ist eine sehr angenehme Fähigkeit. Die werden wir auch noch rausbauen. Inklusive der Panzerung. Die wird auf jeden Fall ausgebaut. Weil zwischendurch dann irgendwann mal Schutz gegen EMP-Granaten. Das ist sehr hilfreich. Dann werde ich auch noch den Schutz gegen Schockgranaten upgraden. Das muss sein. So. Und ich hoffe, dass ich mit den meinen gemachten Augmentierungen dem werten Herrn Spikey Fike doch wenigstens auch noch ein zurückgetrollt habe. Und da ich weiß, dass er sich dieses Video 100%ig anguckt. Ja, es ist lustig. Soll ich dir einen Krieg erklären? Na, ich meine, wir haben ja sowieso schon den Intro-Krieg am Laufen. Mach auf, du Penner! So. Hier, U-Bahn fahren. Und so. Also, ich würde mal sagen, wir dürfen uns ab jetzt während der Videos so oft trollen, wie wir wollen. Was hältst du davon? Bin mal gespannt, ob du das irgendwie auch in deinen nächsten Videos verbaust, wenn es dann mal wieder heißt, Alter, welchen Teufel packt das Scheiße in die Weg? Verstehst du nicht? Entschuldigung. Hey, voll und professionell, bla bla bla. Interessiert mich ein Scheiß. So. Und, ach komm, wie lange habe ich jetzt aufgenommen? Ich weiß es gar nicht. Ich würde mal sagen, da das letzte Mal irgendwie... Glaubt ihr, ich weiß jetzt, wie lange ich aufgenommen habe? Moment, das können wir doch gucken. Können wir das? Wir speichern mal. Wir haben... 1 Stunde 46? Nein. 1 Uhr 46 war das, glaube ich, wo ich aufgenommen habe. Okay, ist die Uhrzeit. Scheiße. Ja, wir speichern hier mal. So. Zurück. Geh mal hier kurz auf Laden, mal gucken. Der letzte Autos. Oh ja, genau. Nee, ich kann hier gerade nicht gucken, wie lange ich am Aufnehmen bin. Ja, komm, ein bisschen machen wir noch. So. Ich brauche mal einen Händler. Irgendwie mal so einen kleinen Waffenhändler. Gibt's sowas hier? Hey? Ja, genau. Kannst du mit mir reden? Nein, kannst du nicht. Mann, verdammte Scheiße, wo ist denn hier ein Waffenhändler? Zu mir wenigstens. Hey, Amerikaner! Yankees vor! Wollen Sie sich amüsieren? Mann, das Klischee ist so alt! Ach! Nerven! Nerven! Mann, in Detroit kenne ich mich besser aus. Wo zur Hölle ist hier bekackter Waffenhändler? Gucken. Alice Garden Pot, Shuttle Station, Hangshaw Courtyard.